Willkommen bei Sims Anteno. Ja, und auch willkommen zu einer ganz frischen Let's Play-Folge. Ich habe was vor für diese Folge. Und zwar, ihr seht diese Folge, das ist Folge 14, die ich aufnehme. Okay, gut, dann habt ihr die Folge schon gesehen. Dann können wir das auch durchziehen. Und zwar ziehen wir heute um. Stopp, bevor wir umziehen. Ich lade dieses Haus nochmal schnell mir einmal runter. Das nenne ich Laura Haus. Damit ich das nochmal hab. Und ja, wir ziehen um von Sulani in mein InDesigner Starter, weil das natürlich zur aktuellen Staffel etwas besser passt. Und vom InDesigner Starter dann später in mein Modern Nordic Family, wenn das fertig ist. Das dauert ja noch ein bisschen, bis das fertig ist. Und sobald das fertig ist, ziehen wir dann natürlich da ein. Ja, jetzt geht's erstmal weg, denn wir haben keinen Platz mehr. Und ich habe heute das InDesigner Starter fertig gebaut. Wir verkaufen unsere Möbel. Ah, nee. Mir fällt gerade ein, wir sollten noch mal ganz kurz die Inventare checken und mal kurz noch alles einsammeln, bevor wir umziehen. Habe ich ganz vergessen. Wir haben auch noch einen Auftrag heute, Etagenrenovierung. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir das alles nicht so zackig hinbekommen. Aber ja, wir kriegen es bestimmt hin. Die Babywiege brauchen wir nicht mit. Ich würde aber schon gern so ein paar persönliche Sachen mitnehmen. Da hatte ich nämlich jetzt leider kurz gar nicht dran gedacht, dass wir uns darum kümmern. Auch diese Kette hier, die soll natürlich auch mit. Das soll ja nicht verloren gehen. Ansonsten habe ich jetzt hier nicht so viele persönliche Gegenstände angesammelt. Logisch, weil wir hier auch noch nicht so viel gespielt haben. Unser Familienbild nehmen wir mit. Dann nehmen wir hier noch ein paar Bilder von mit. Falls wirklich mal was verloren gehen sollte, kommt ja mal vor. Dann habe ich das Haus ja eben gerade schon hochgeladen in die Galerie, beziehungsweise in der Bibliothek gespeichert. Das heißt, wir können jederzeit hier nochmal zurück in das Haus, falls es denn nötig ist. Und ja, jetzt können wir umziehen. Ich habe alles gesaved. Ja, wir haben Auftrag, habe ich schon erzählt. Etagenrenovierung auch noch heute dann, also dann morgen am Freitag, in dem Fall aber in der heutigen Folge. Das heißt, wir machen heute vielleicht eine etwas längere Folge. Wobei ich mir da noch nicht ganz sicher bin, denn ich habe heute noch was zu tun. Ich muss nämlich heute noch eine andere Let's-Build-Folge aufnehmen. Ja, was soll ich sagen? Also Horror, wenn ich Horror sage, stimmt das nicht. Aber ja, es ist schon fast Horror. Also heute ist echt Chaos. Ich bin total viel am Aufnehmen. Heute ist Sonntag und ich mache halt so meinen Aufnahmetag. Das ist gar nicht so dumm manchmal. Manchmal lohnt sich das, wenn man mal so einen Aufnahmetag hat und dann fertige ich das halt ab. Und ja, vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Nee, habt ihr wahrscheinlich noch nicht. Ich mache jetzt ja 2 Videos am Tag, also nur für eine Phase immer und auch nicht durchgehend, aber an einigen Tagen hintereinander kommen jetzt 2 Videos. Was ist das für eine Geburtsurkunde? Keine Ahnung, die kann auf jeden Fall weg, weil das ist nicht die echte. Ja, wir gucken jetzt mal, was wir hier noch haben für Gegenstände, die wir wieder aufhängen müssen. Hier haben wir natürlich wieder das Familienporträt. Ja, erstmal zeige ich euch das Haus. Vielleicht habt ihr es ja nicht gesehen. Habe ich gebaut in 2 Folgen. Hier haben wir natürlich auch alles eingerichtet. Dann haben wir hier erstmal so diese Garderobe. Hier ein Kinderzimmer, ja. Leider nur Platz für ein Kind. Das bauen wir gleich noch um. Dann haben wir hier das Schlafzimmer. Ist alles nicht top eingerichtet, aber trotzdem eingerichtet. Und dann haben wir hier das Bad. Ist auch ganz schön. Ist ziemlich schwarz, aber das mochte ich irgendwie auch. Und hier haben wir eine sehr schöne Küche. Ey, ich liebe die Küche. Also ich würde in dieses Haus einziehen. Ganz ehrlich. Und dann haben wir hier noch das Wohnzimmer, was auch nicht top eingerichtet ist. Aber darauf kommt es nicht an. Und hier oben haben wir das Büro von Laura. Sie ist ja Innenarchitektin. Hier können dann die Kunden sitzen. Hier berät sie sich mit den Kunden. Und dann kann sie hier Pläne ausarbeiten. So in der Theorie. Was das hier ist, das ist ein echtes Portfolio. Und zwar hängen wir dort die Vorher-Nachher-Sachen auf und so. Einfach so eine Wand, wo wir einige Bilder aufhängen. So als, ja, echtes Portfolio sozusagen. Darum habe ich die auch mitgenommen. Das machen wir jetzt erstmal. Wir hängen die jetzt erstmal auf hier so ein bisschen. Ich glaube, ich mache das so. Ja. Und wir müssen erstmal gucken, was ist das hier für ein Bild. Das ist, glaube ich, ein Nachherbild. Ja, das ist ein Nachherbild.
ist auch ein Nachherbild. Das ist auch ein Nachherbild. Wir haben nur Nachherfotos irgendwie. Gefühlt nur Nachherfotos. Nee, das ist ein Vorherfoto. Perfekt. Hier kommt das erste hin, der erste Auftrag. Das war nicht ganz der erste, aber fast einer der ersten. Und hier, das gehört da zu dem Auftrag dazu. Was ist das gewesen? Ah, das war nochmal wieder was anderes. Das war auch nochmal wieder ein anderer Auftrag. Das war wieder noch ein anderer, ja, ja. Das ist auch ein anderer, das sind vorher Fotos schon mal. Wir hängen die erstmal alle auf und dann pflücke ich mir die da raus. Je nachdem, welche wir davon brauchen. Die brauche ich alle nicht. Ich brauche ganz andere vorher Fotos. Das brauche ich und das brauche ich noch. Das noch und das noch. Genau. Das hier ist noch ein Vorher-Foto. Das ist nämlich... Nee, das ist es gar nicht. Und das noch, genau. Und jetzt fehlt mir ein Nachher-Foto. Nee, das ist ein Nachher-Foto. Das ist das Nachher-Foto. Das ist das Nachher-Foto. Und das ist ein falsches, aber ja, so in der Art... Dann ist das hier ein Auftrag, das erkenne ich schon mal. Schieben wir die alle noch mal ein bisschen weiter nach hinten und sortieren die erstmal ein bisschen ein. So. Das ist auch ein Auftrag, das war der andere Auftrag noch dazu. Und das war auch das andere Bild von dem Auftrag. Dann das hier ist ein Bild von dem Auftrag. Wir hatten vier Fotos bei dem Auftrag gemacht. Vielleicht haben wir auch noch welche... die wir noch nicht verteilt hatten. So. Erstmal. Das hier ist das Bild. Und sonst haben wir, glaube ich, gar nicht so viele Bilder gemacht. Und das war da auch noch bei. Das war das. Und für das haben wir gar keins, oder wie? Ah, und das hier ist das noch. Genau. Dann haben wir den Auftrag auch einmal einsortiert. Perfekt. Und das hier war noch einer. Egal, die verkaufen wir erstmal. Wir werden das dann beim nächsten Mal ein bisschen ordentlicher noch machen mit dem Portfolio. Hier hängen wir das große Family-Foto einmal hin. Hier haben wir noch den Computer. Der passt jetzt nirgends drauf. Okay. Perfekt, dann haben wir das nämlich schon mal geschafft. Das können wir hier hinhängen. Die Kaffeemaschine haben wir zum Glück auch da, denn die hatte ich ganz vergessen hier noch zu platzieren. Und dann sind wir durch. Ja, ein Kleinkinderzimmer brauchen wir noch. Ich überlege, ob wir das denn hier anbauen einfach noch. Guckt mal. Ja, das sieht auch schick aus so. Welches Objekt ist jetzt im Haushaltsinventar gelandet? Das? Ach, das ist das Moodboard. Ah, okay. Das soll das Moodboard sein. Okay, nice. Weiß nicht, warum das Moodboard im Inventar gelandet ist. Wegen nichts. Keine Ahnung. Ja, hier ist dann die Ecke für Liron, würde ich sagen. Darum färben wir die auch gelb. Liron ist unser gelbes Kind vielleicht. So ein bisschen so, ne? Das hier ist Lirons Ecke. Und das hier ist dann eben die Ecke für Elena. Ja, dann sind Elena und Liron versorgt und dann können wir ins Gameplay starten, oder? Ein Töpfchen haben wir auch schon, ja. Dann sind wir soweit, ne? Und ich habe übrigens auch ein paar Mods mitgebracht, zum Beispiel UI-Cheats. Die werden wir jetzt auch benutzen, weil ich möchte gern, dass die Kinder jetzt ins Bett gehen. Und darum kümmern wir uns da jetzt einmal drum. So... Du bringst mal Liron ins Bett und du bringst mal Elena ins Bett. Ja. Genau, ich werde jetzt mit UI-Cheats arbeiten. Immer dann, wenn ich will, dass die müde werden oder so. Aber ich werde es nicht ins Positive drehen. Ich drehe es immer dann nur ins Negative. Also, eigentlich werde ich es nur bei der Energie benutzen, weil ich habe halt keinen Bock, dass sie einen schlechten Rhythmus haben. Ja, vielleicht war es ein Fehler, UI-Cheats zu installieren, weil man dadurch einfach zack, zack, zack so machen kann, wie man will. Ich könnte jetzt das hier machen oder ich könnte auch das hier machen. Ich könnte ihn jetzt vereinsamen und so, ne? Ich glaube, er war hier so ungefähr. Ja. So. Genau, er möchte sich jetzt auch hinlegen, damit... Ja doch, damit fangen wir jetzt an, damit die dann auch morgen pünktlich wieder
aufwachen und damit wir die Nacht überspringen. So, ich habe die jetzt ein bisschen müder gemacht, damit die länger ausschlafen können. Sowas zum Beispiel, auch wenn die nicht schlafen wollen, einfach partout nicht. Kommt ja ab und zu mal vor, weil die nicht müde sind, aber müde sein sollen und so, dann benutze ich das halt. Aber niemals, um irgendein Bedürfnis zu erfüllen. Ne, das ist wichtig. Schreibt mir da auch gerne mal eure Meinung zu rein. Findet ihr es blöd, dass ich das mache oder nicht? Ja, wirklich ehrliche Meinung. Ihr dürft auch gerne mal eben was Negatives schreiben. So. Und du kannst doch schon mal was kochen jetzt in der Zwischenzeit für alle vier. Genau, das passt halt auch mal mit der Familiengröße. Vier Teile. Perfekt. Die haben jetzt noch gar nicht so einen Hunger. Dann steh du mal auf, Liron. Und forder mal die Töpfchenhilfe von Max an. Oh, das Waschbecken geht nicht, oder wie? Okay. Sprechen, über Familienmitglied nachdenken, lass das mal einfach. Und du kannst mal aufstehen und kannst mal hungrig hierher tapern. Hm? Oder nicht, kleine Elena? Wann wirst du denn älter? Au, in einem Tag schon. Das heißt, morgen ist Elenas Geburtstag. Dann machen wir morgen ein Ereignis. Ah, das können wir noch nicht planen, okay. Ich möchte dann morgen gern den Geburtstag feiern von Elena. Ich weiß nicht, doch, das machen wir aber, oder? Elena feiert ihren Geburtstag und wir laden alle ein. Ne, wir laden vor allem erstmal die Family ein, würde ich sagen. Ach so, ja, Mist. Laura kennt die Family besser. Ereignis hinzufügen, Geburtstagsparty, Geburtstagssim ist Elena. Und die Gäste sind natürlich dann hier die Familie. Mal die Family. Ja, die Family, das sind die wichtigsten, ne? Wenn die Family da ist, dann ist gut. Ja, der Sim Santino darf auch gerne kommen. Genau, hier Family. Bee und Yannick noch. Und dann haben wir die ganze Family, glaube ich. Und dann kannst du Cameron noch einladen und so. Okay, das geht nicht. Ah ja, den haben wir als Caterer schon mal gehabt. Dann lad doch einfach noch Luna ein. Perfekt, Catering. Ja, dann nehmen wir Cameron wieder als Catering und als Mixer. Mixer engagieren wir? Nö, ist ja ein Kindergeburtstag eigentlich, ja. Eigentlich brauchen wir auch kein Catering an einem Kindergeburtstag, oder? Ja, wir feiern ja nicht riesengroß, wisst ihr? Machen einen Kindergeburtstag. Wo feiern wir? Das ist schwierig. Da oder da, Soma, Let's Play, Soma, Residenz, Café. Oder wir feiern im Café. Wäre auch lustig. Oder im Restaurant. Oder in meinem Schwedenhaus. Ah, auch nice. Da nicht. Wir machen mal, ja doch, hier in meinem Restaurant. Wann feiern wir es? Kindergeburtstag, 13 Uhr. Das passt. Dann tapa mal dahin. Hm? Ja, komm. Steh auf, Elena. Hm? Nicht? Doch. Jetzt, dann gehe ich hier mal hin. Oder nee, hör gleich auf mit der Interaktion und habe ich dir nicht was von Familienportionen gesagt? Wartet mal. Nein, no. Ich wusste es irgendwie. Ich nehme den Gericht davon, ja? Mach das. Du hast auch Hunger, dann nimm du dir auch ein Gericht. Ach, mach doch jetzt. Pinkel doch jetzt. Töpfchenunterricht kann ja nicht so lange dauern, oder? Ja, komm, mach doch jetzt. Yes, und du bist noch dabei, dein Töpfchen fertigzustellen da und dann... Was machst du? Ja, setz sie da ab und schnapp dir was zu essen. Das hat geklappt mit dem Töpfchen. Ah ja, Laura hat in einer Stunde ihren Auftrag. Das ist gut. Nee, Elena hat keinen Hunger. Elena soll sich das nehmen, okay? Holst du Elena bitte da raus? Elena... Oh, wo ist das hin? Elena hat gegessen und ob... Ja, dann muss ich das wieder hochcheaten. Sorry, aber das hatte sie. Habt ihr das nicht gesehen? Sie hat gegessen. Garantiert.
Das weiß ich. Ich habe gesehen, wie sie gegessen hat. Das kann nicht sonst, weil keiner isst zwei Portionen. Ja, da steht der. Sie hat den nicht aufgegessen, aber sollte das eigentlich. Ja, toll, den schmeiße ich jetzt weg. Ja. Es muss ja so gelten, als hätte sie gegessen, ne? So, spiel mal in deinem Zelt, hm? Fantasieabenteuer spielen. Spiel du mal Fantasieabenteuer mit, hm? Oder nicht? Auf zur Arbeit. Ja, dann spielen wir das jetzt. Wir müssen eine ganze Etage renovieren. Da freue ich mich drauf. Das ist cool. Ist nur ewig lange Arbeit. Und wir bekommen kein Geld dafür. Okay. Es ist wenigstens ein Apartment. Das ist schon mal gut. Weil Apartments dauern nicht so ewig. Je nachdem. Ah ja, bei der Egal müssen wir das ja machen, ne? Ja, ach, die haben es wohl, oder? Die haben es wohl, ne? Ja, wir haben jetzt ja drei immer noch. Hatten wir nicht mal Level... Ah ja. Egal, stell dich mal respektvoll vor. Okay, den hast du jetzt schon mal kennengelernt. Nee, ach, ich drücke immer noch falsch. Über Dekotrends reden. Okay, sie mögen kein Gelb. Das heißt, wir dürfen kein Gelb benutzen. Dann red mal mit der Mutter Egal. Ja, die heißen so. Das ist die Familie Egal. Wie viel Budget haben die eigentlich? Nur 1000? Also fast 2000, so knapp. Okay. Nach Lieblingsdesigns fragen. Wir müssen ja alle fragen. Mögen kein Tanzen. Und dann fragen wir nochmal den Sohn. Inspirationen zu zeigen. Sie mögen, was ist es? Französischer Landhausstil. Dann frag mal, anderen Dekostil vorschlagen. Gotische Farmdeko. Nee, damit kann ich noch weniger anfangen. Simteris-Tafel. Und nochmal anderen Dekostil vorschlagen geht auch, oder? Ja, gut. Und nochmal einen anderen Dekostil. Sie mögen kein zeitgenössische Deko. Ja, das ist noch schlimmer. Nochmal bitte was anderes, weil mögen nicht ist noch schlimmer. Wir brauchen auch was, was sie mögen, ist das Problem. Versteht ihr? Deko im Missionsstil. Das muss ich jetzt mal im eingeben. Missionsstil. Okay, das ist Missionsstil. Das ist blöd. Komm. Sorry, aber ich brauche verdammt nochmal einen anderen Deko-Stil. Das ist ein total blöder Stil auch. Also nicht blöd, aber damit kann ich jetzt anfangen. Green Anne Deko. Oh. Ich möchte was Modernes, einfach anderen Deko-Stil vorschlagen. Ich will einfach was Modernes bauen. Ja, dann machen wir eben Deko- und Missionsstil oder wie das heißt. Gut. Wir könnten aber auch noch, nach einer anderen Farbe nochmal fragen. Andere Farbe vorschlagen. Vielleicht finden wir dann eine bessere Farbe. Hauptsache kein Braun. Okay, die mögen Grün. Mit Grün kann ich was anfangen. Ja, dann lassen wir sie mal gehen, ne? Ja. Tschüss. Auf in den Baumodus. Das heißt, wir müssen alles renovieren, ne? Begrenzt auf das Erdgeschoss. Missionsstil. Das ist alles Missionsstil. Das ist ganz schön viel, ne? Mir kommt es mal so vor, als wäre es alles Missionsstil. Man kommt doch immer eigentlich in dasselbe Menü, oder? Nee, es ist doch... Ja, doch. Ich dachte immer, es wäre nicht gefiltert. Ah ja, okay. Das ist alles Tanzen. Dann würde ich sagen, fangen wir hier mal an. Mit der grünen Renovierung. Auch irgendwie einen grünen Boden oder was Helleres. Okay, wir machen was Helleres und was Grünes. Wir lieben ja scheinbar Grün. Das lassen wir jetzt auch überall hier raushängen, dass sie Grün lieben.
Im ganzen Haus soll man sehen, dass sie grün mögen. Das kriegen wir hin, oder? Oder nicht? Oder wohl? Oder was? Oder wie? Oder wer? Oder wo? Nee, das ist kein richtiges Grün. Ich brauche ein grünes Bett. Farben, grün, 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 grün. Alles muss grün sein. Nur grünes. Okay, dann nehmen wir das aus Jahreszeiten. Und hier die Klötze hatten die doch schon vorher, glaube ich, oder? Glaub wohl. Und dann kommen hier diese großen Kleiderschränke hin. Welches Objekt wird überschnitten, wenn das dahin kommt? Ich habe keine Ahnung. Passt leider nicht richtig hier rein. Dann müssen wir doch nochmal was anderes wählen. Und ja, dann kommt das hier noch hier rein. Ach ja, Spiegel mögen die nicht. Stimmt ja, ganz vergessen schon. Dann noch eine grüne Pflanze. Da müssten eigentlich möglichst alle Pflanzen angezeigt werden. Vielleicht ein bisschen vergrößern einfach. Liebe es ja, Objekte auch mal zu vergrößern. Das hilft manchmal auch. Das hier ist ein Kinderzimmer, oder? Ja, für zwei Kinder. Das braucht, ups, auch eine Renovierung. Das war dringendst. Fühlt sich ja kein Kind wohl, oder? Ein Kindertraum in Grün, so muss es heißen. Das Kinderparadies in Grün. Grüne Kinderparadies. Könnte man das nicht ein bisschen auftrennen? Ich habe keine Ahnung. Ja, wir lassen das mal. Wir könnten hier aber ein Stockbett reinpacken, fällt mir gerade ein. Ein Stockbett. Stockbett, Stockbett, Stockbett. Ein grünes Stockbett, selbstverständlich. Ja, alles grün. Alles grün, alles grün, alles grün. Natürlich, alles nur grün. Da müssen wir darauf achten, dass wir auf jeden Fall was Grünes haben. Ja, ich mache es nicht absolut schön, weil ich glaube, die achten nicht darauf, ob man Details hat oder nicht, sondern die wollen einfach nur es schön haben. Die wollen einfach eine Renovierung. Ich glaube, so ist das, oder? Wisst ihr das? Ob es da irgendeine Berechnung für gibt, ob man das mit viel Details dekoriert hat oder nicht? Ich glaube, das ist scheißegal, oder? Ich hoffe es zumindest, weil ich habe halt keinen Bock, meine ganze Zeit in so eine blöde Wohnung, in Anführungszeichen blöd, zu verschwenden. Ne? Und ja. Die Küche würde ich auch renovieren und zwar modernisieren. Und das hier kommt ja auch alles raus. Und ja, ich weiß nicht, warum hier so eine komische, hässliche Küche drin ist. Ernsthaft? Ja, die ist total hässlich. Hier könnte man besser total moderne Theken verwenden. Wie beispielsweise diese hier. Die man auch über Eck machen kann. Dann kommt das hier noch weg und das kommt hier erstmal rein. Dann kommt da noch wieder eine Ecke rein. Hier das einmal und dann kann man das hier auch hier wieder hinpacken und da auch wieder in die Ecke. Und da kommt dann auch noch einmal so ein Teil in die Ecke. Irgendwie denke ich jetzt an Joghurt mit der Ecke. Frag mich nicht warum, weil ich so viel über Ecken geredet habe. Nein, ich will kein Joghurt mit der Ecke essen. Ich denke da nur irgendwie gerade dran. Frag mich nicht. Ja, weil ich habe halt die ganze Zeit über Ecken geredet und dann ja, Joghurt mit der Ecke. Nee, was heißt, aber keine Ahnung. Kennt ihr Joghurt mit der Ecke? Ja, wer kennt kein Joghurt mit der Ecke? Kennt auch jeder. Oder nicht? Ja gut, vielleicht nicht jeder, aber schon viele, oder? Kennt schon viele Menschen. Würde ich jetzt mal tippen, dass es schon viele kennen. Ja, vielleicht auch nicht, ne? Vielleicht kennt auch niemand Joghurt mit der Ecke. Es würde mich ganz stark wundern, wenn einfach niemand Joghurt mit der Ecke kennen würde, ne? Gibt's denn nicht mit Grün? Ernsthaft nicht?
Egal, 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 egal. Die kommen weg und dafür kommen hier auch diese super starken Lampen rein, weil das hier alles ein bisschen aufgehellt werden muss. Ja, ganz extrem renovieren wir nicht. Wir machen nur alles grün einfach. Kann man das echt nicht löschen? Die haben bestimmt gesagt, entfernen Sie dieses Teil. Das ist so hässlich. Also nein, das ist nicht hässlich. Ich sag das jetzt nur so. Entfernen Sie es bloß. Das ist so eine Hässlichkeit. Die muss weg. Und deswegen entfernen Sie dieses blöde Teil. Haben die gesagt. Hab ich nicht gesagt. Nee, ernsthaft, so schlimm finde ich das Teil gar nicht. Ich habe echt schon hässlichere Gemälde gesehen. Das kriegt man nicht weg. Wahrscheinlich absichtlich so gemacht, dass man da echt nichts vormachen kann. Doch. Ha. Man kann da was vorhängen. Kann man das mit einem Inferno-Zauber zerstören? Mit Reich der Magie? Wisst ihr das? Das muss ich mal ausprobieren. Ich muss mir merken, ich muss mal in ein historisches Gebäude gehen und versuchen, mit einem Inferno-Zauber das zu zerstören. Stimmt, das könnte Alina machen. Ah nee, die ist ja keine Hexe mehr. Schade. Sonst hätten wir das mal ausprobieren können. Aber die Kinder sind Hexen. Also Magier. Streng genommen sind sie ja Magier. Ja, müssen wir das mal ausprobieren. Das ist noch so ein komisches Fratzending. Noch mehr von denen. Ey, die müssen wir echt mal entfernen. Also versuchen zu entfernen, wisst ihr? Ganz dreist sind wir. Wir packen da überall was vor. Wo war das andere Teil noch? Da. Weg damit. Und da im Schlafzimmer stellen wir einen Schrank einfach davor. Ich habe schon mal versucht, das zu löschen. Man kann die Teile echt nicht löschen. Wir verschieben hier den Schrank und stellen ihn davor. So. So machen die modernen Menschen das, ne? Genau. Schrank. Schrank vor diese komischen Gemälde. Na, was heißt Gemälde? Das sind ja keine Gemälde, das sind ja Bilder, ne? Bilder von irgendwelchen berühmten Personen, die kein Mensch kennt. Und ja. Naja. 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 So, ich glaube, wir sind durch mit der Renovierung, ne? Bisschen grün noch? Nee, hier geht kein Grün mehr. Okay. Es passt. Es passt. Es passt. Es passt. Es passt. Es geht tatsächlich. Okay. Wir haben vergessen, vorher Fotos zu machen. Vorher Fotos. Fuck. Nie gesagt. So, hier die Lampe nehmen wir einmal. Dann gucken wir hier einmal durch. Hier einmal. Hier einmal. Und hier einmal. Gut. Dann einmal die Nachher-Fotos. Das bedeutet hier einmal und wo noch? Hier einmal. Hier einmal. Hier einmal und wartet ab, wartet ab, wartet ab, habt Geduld. Ja, mal. Gut, dann hol die Kunden mal wieder her. Und Kunden zum Grundstück rufen. Das heißt, das ist das, das ist das, das ist das, das ist das, das ist das. Dann hol die Kunden mal wieder her. Ich hoffe, wir bekommen diesmal wieder Geld und nicht so wie beim letzten Mal. Kunden die Renovierung präsentieren. Ja, genau, kommen Sie mit. Wir zeigen es Ihnen mal. Dann zeig mal hier die Objekte. Hier ist noch ein neues Objekt. Das hier ist ganz neu. Genau, alles schön grüne präsentieren. Und das einmal präsentieren.
dann kennenlernen nochmal. Dann gilt das nämlich auch als Plaudern. Und dann mach noch irgendeine Sache. Okay, der Erste ist bereit, über die Renovierung zu sprechen. Wo ist er denn? Das Kind. Hier ist es. Dann sprech mal mit dem Kind. Okay, es gefällt ihm. Es gefällt ihm, es gefällt ihm, es gefällt ihm. Die beraten sich jetzt, glaube ich, noch ein bisschen darüber, oder? Die hauen ab. Ernsthaft? Das ist Absicht? Okay, die tauschen gerade noch ihre Meinungen aus. Er ist auch bereit, über ein abschließendes Urteil zu sprechen. Es kam scheinbar gut an. Da kam zumindest die Musik. Mach das nochmal. Ja, komm. Abschließendes Urteil. Wir brauchen ein abschließendes Urteil. Okay, es gefällt allen, glaube ich, oder? Ja, wir haben es geschafft. Zurück nach Hause. Das hängen wir jetzt auch nicht ins Portfolio, weil es passt einfach nicht ins Portfolio, weil wir vorher und nachher Fotos exakt gleich hatten. So, wir gucken mal, ob wir die Beförderung noch kassiert haben. Hier habt ihr übrigens jetzt nochmal den Stammbaum gesehen. Und wurden wir befördert? Nee. Aber wir suchen uns schon mal den nächsten Auftrag raus. Ich würde aktuell noch nicht... Wo ist das? Spielehalle, okay. Noch eine Etage? Nee. Ich würde tatsächlich aktuell... Oh, wir haben echt nicht mehr viele Aufträge. Haben wir bald alle durch? Nee, ich glaube nicht. Ich würde tatsächlich erstmal mal wieder eine Zimmerrenovierung nehmen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.